Guten Tag und herzlich willkommen zum Let's Play Pokémon Feuerrote Edition. Ja, erstmal möchte ich mich entschuldigen für die, für den Videoausfall in den letzten Tagen. Das war ja ein super Start. Ich hatte Probleme beim Rendern. Das habt ihr vielleicht gesehen. Wenn man den ersten Part auf HD abgespielt hat, dann sah man so komische Grafikfehler. Daran habe ich jetzt rumgearbeitet und habe auch den Fehler mit fremder Hilfe gefunden und konnte ihn auch beseitigen. Da erstmal vielen Dank an das Let's Player Forum und an Dreckspiel. Beide werde ich verlinken. So, dann hier waren wir letztes Mal stehen geblieben und dann geht es jetzt auch weiter. Das ist eben die Route 1. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Vertania City. Oh Mann, das war aber lang her. Das letzte Mal, dass ich aufgenommen habe. Wer ist denn das? Siehst du die Stufen hier? Also die diese braunen Teile da. Du kannst hinaufklettern, aber dafür herunterspringen. Ach, du kannst nicht herunterklettern. So kommst du viel schneller nach Anabastia zurück. Ja, das zeige ich euch dann später. Oh, ein Taubsi. Nee, kein Interesse. Weg mit dir. Scheiß mir etwas zu viel, dieses Vogelfieh. Eigentlich sollten weniger Pokémon erscheinen, wenn man langsam läuft. Aber man kann ja bis jetzt auch nur langsam laufen. Später werden wir eine Fähigkeit bekommen, die es uns ermöglicht, schneller zu laufen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Vertania City, wir sind angekommen. Tipps für Trainer: Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon in ein Pokémon Center bringen. Ja. Es gibt auch Items, die das heilen, aber ja, benutze ich selten. Willkommen im Pokécenter. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Das ist eben ein Pokémon Center und da kann man jedes Mal kostenlos seine Pokémon heilen. Ja, komm, wieder Zeit wieder vorbei. Was hast du zu sagen? Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Ja. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlich hingewiesen. Den werden wir auch später benutzen, aber jetzt nicht. Bis dahin, vergeht noch viel Zeit. Was sagst du denn? Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Ja, Hornio ist nicht giftig, aber... Nee, Raupi ist nicht giftig, aber Hornio. Achte auf seinen Giftstachel. Naja, ich dachte früher mal, dass Hornio ein Wurm-Pokémon ist, aber... Ja, später werden wir diese Viecher sehen. Diese Pokémon an deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann, nicht wahr? Ja, finde ich schon. Vertania City, das immergrüne Paradies. Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände. Großvater, sage ich so gemein. Er hat noch keinen Kaffee. Ja, Großvater liegt auf dem Boden rum. Früher auf dem GBA habe ich nie erkannt, was es sein sollte, und ich dachte immer, das wäre so eine Puppe. Ich habe nicht verstanden, warum diese Frau ihr Großvater gesagt hat. Naja, peinlich. Gehen wir mal in das Haus rein. Was ist das denn? Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Du schaust in das Notizbuch. Erste Seite. Zum Fangen von Pokémon muss man Pokébälle. Man kann bis zu 6 Pokémon auf einmal tragen. Pokémon-Trainer ziehen Pokémon groß und trainieren sie. In welchem Jahr? Zweite Seite, ein Pokémon bei voller Stärke ist schwer zu fangen. Man sollte es erst schwächen. Ja, Feuergift und andere Attacken bewirken Wunder. Dritte Seite, Pokémon-Trainer suchen eine Kämpfe. In den Pokémon-Arenen finden stets Kämpfe statt. In welcher? Vierte Seite, das Ziel des Pokémon-Trainers ist es, die 8 Leiter der Pokémon-Arenen zu besiegen. Nur dann darf er die Pokémon Top 4 in der Pokémon-Liga herausfordern. Die Tafel zeigt Statuswesen an. Werde ich dann erklären, wenn die Statusprobleme auch eintreten. Okay, liest du auf? Ja. Nö, will ich nicht. Ich will nicht so den Text auf der Tafel lesen. Möchte ich einfach nicht. Was sagen uns die Leute hier im Haus? Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Haha. Willi.
Habitag. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken. Es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken, ja. Wie liebe es wissen. Ach nee, da ging, ja, da war nix. Was ist das denn? Ein Supermarkt. Pokémon-Supermarkt. Ach so, davon hatte ja dieser eine Typ da geredet, der uns den Trank geschenkt hatte. Pokémon. Professor Eis schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Wollte ich doch gar nicht. Ah, jetzt habe ich irgendein Paket erhalten. Was sagst du denn? Ich muss Tränke kaufen. Man weiß nie, wann ein Pokémon schnell geheilt werden muss. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Ja. Ich will aber was kaufen von Größe Professor Eich von mir, ne? Ja. Da kann man eben runterspringen. Das werde ich jetzt auch nochmal machen, um mich im Gras gegen Pokémon zu kämpfen. Das nervt dann doch etwas zu sehr. Ja, hier sind wir auch angekommen. Bei Professor Eich, der uns seine Eiche zeigen will. Hallo Dagra, wie geht es den Pokémon? Er scheint es sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Hast du etwas für mich? Ein Paket. Was da bloß drin ist. Ich hoffe, wir haben ein Kondom. Jetzt habe ich es weggeklickt. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Du bist auch wieder da. Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Eine Art Hightech-Lexikon. Dagra, Gary, hier sind für euch welche. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Ja, für ein Pokéball. Ja, man muss sie eben schwächen. Ein Lexikon. Pokémon, ich bin alt. Ich bitte euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Ja, er bittet uns eben, den Pokédex zu vervollständigen, indem wir eben jedes Pokémon fangen. Er hat eben etwas von seiner Schwester geredet und... Ich lasse es. Ach ja. Jetzt sollen wir auch die Schwester von ihm besuchen, die Sarah. Und sie wird uns eine Karte geben. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Dagra erhält eine Karte. Mhm. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Okay. Oh, eine Karte der Kanto-Region. Also hier starten wir. Wir sind bis hierhin gekommen. Und wir müssen eigentlich jedes Gebiet hier besuchen und erobern. So, und dann wieder den ganzen Weg nach Eternia City. Ich könnte mir schon mein erstes Teammitglied fangen. Ja, genau. Das fange ich mir. Ja, sogar weiblich. Passt ja. Natürlich schon einen Spitznamen für das Vieh. Nee, ich wäsche lieber nicht noch einmal. Einmal verreckt dann das Vieh. Ich kann es nicht mehr fangen. Ja, ich überlege gerade, soll ich den nochmal schwächen? Nein! Mist. Ja, ja, Tackle. Noch einmal. Ah ja, er hat es überlebt. Sie hat es überlebt, meine ich.
Pokémon. Wurde ein Eintrag im Codex angelegt. Jetzt habe ich es weggeklickt. Naja, egal. Passend zum Stil meiner Spitznamen. Scheiße, passt nicht rein. Okay, aber ich denke mal, jeder kann sich denken, was es bedeutet. Gut zu vögeln, sollte es eigentlich heißen. Taubs ist ja ein Vogel. Irgendwo. Dann werde ich lieber nochmal aufheilen gehen. Nicht, dass irgendetwas Böses passiert. Ich will nicht wissen, was die Mutter mit dem Pokémon gemacht hat, als es schwarz wurde. Was für eine perverse, kranke Frau. Ja, Route 1. Mich würde jetzt interessieren, wie lange ich aufnehme. Ich nehme ja jetzt mit anderen Programmen auf und da sehe ich nicht wirklich, wie lange ich schon aufgenommen habe. Ich mache hier mal einen Schnitt und gucke, wie lange. Ja, okay, ab nachgeguckt. Dann kann ich jetzt noch 3 Minuten für diese Folge aufnehmen. Wieso gehe ich hier rein? Ich will da gar nicht rein. Lass mich raus. Es ist echt schrecklich, dass man am Anfang so langsam läuft. Ja, ich kaufe hier noch ein paar Pokebälle und ein paar Tränke. Lieber noch 2 Gegengift und 2 Paraheiler. Ja, was es damit auf sich hat, werdet ihr später noch sehen. Dann erkunde ich mal ein wenig die Gegend. Was ist das? Der Zerschneider kann hier eingesetzt werden. Was ist denn der Zerschneider? Ist das ein Pokémon? Hier finden wir einen Trank, ein kostenloser Trank. Da haben wir 300 Pokédollar gespart. Ich bin ein Geizhals und will jetzt nicht wirklich Geld ausgeben. Ich werde jedes einzelne Item aufsammeln. Was ist das? Eine weitere Route. Ich hab's befürchtet. Ob ich das jetzt schaffe? Scheiße. Ach, Tackle. Oh Gott, die Level. Oh nein. Schon verkackt. Ach, Mann. Ja. Der Samenerguss geht daneben. Ich werde das jetzt auch nicht auffallen. Das hat eigentlich keinen Sinn. Dann noch das Glumander. Gut zu Vögel. Ja. Jetzt wird er wohl vom anderen männlichen Taubsi gevögelt. Aber irgendwie unfreiwillig. Ja, besiegt. Ja, ich bin der Größte. Ja, verloren. Jetzt muss ich mich auch hier verabschieden für den Part und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch wieder mal rein. Tschüss.